Gut, wir wollen uns jetzt mit einem Beispiel aus der Wahrscheinlichkeitsrechnung auseinandersetzen, nämlich 1,377, und hier den Grundraum eines Zufallsversuchs bestimmen. Die Aufgabe lautet: In einer Urne befinden sich zwei Kugeln, die mit den Zahlen 0 bzw. 1 beschriftet sind. Die Kugeln sind, abgesehen von ihrer Beschriftung, nicht unterscheidbar. Aus dieser Urne wird dreimal zufällig eine Kugel gezogen, wobei diese nach jedem Zug wieder in die Urne zurückgelegt wird. Aufgabenstellung: Geben Sie den Grundraum dieses Zufallsversuchs vollständig durch Zahlendrippel X, Y, Z an. X, Y und Z nehmen dabei jeweils die Werte 0 oder 1 an. Das heißt, wir wollen jetzt hier alle Elementarereignisse dieses Zufallsversuchs bestimmen. Und das sind eben jene Zahlendrippel X, Y, Z, wobei X, Y und Z die Werte 0 oder 1 annehmen können. Um jetzt diesen Grundraum bestimmen zu können, überlegen wir uns zuerst, wie viele solche Elementarereignisse muss es denn überhaupt geben? Dann können wir nachher auch kontrollieren. Die einzelnen Ausgänge sind 0 und 1, das heißt, es können insgesamt zwei Werte angenommen werden und der Versuch wird dreimal getätigt, x, y und z, deswegen hoch 3. Das bedeutet, es gibt 8 Elementarereignisse und die wollen wir jetzt gemeinsam herausfinden. Die werden wir dann in Omega, in unserem Wahrscheinlichkeitsraum, in einer Mengenklammer schreiben. Das heißt, was könnte passieren? Es könnte sein, dass jedes Mal das Ereignis 0 eintritt und dadurch unser erstes Elementarereignis gebildet wird. Oder es könnte einmal eine 1 vorkommen, die kann jetzt aber an drei unterschiedlichen Plätzen vorkommen. Das heißt, es könnte auch 0, 1, 0 sein oder es könnte 0, 0, 1 sein. Genauso können auch zwei Einser vorkommen. Das wäre dann beispielsweise 1, 1, 0 oder 1, 0, 1 oder 0, 1, 1. Und es könnte auch der Fall sein, dass nur Einsen vorkommen, das heißt 1, 1, 1. Und nun sehen wir, wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, all unsere Elementarereignisse und die kommen dann in die Mengenklammer hinein.